der auftunft. Was kann ich für Sie tun? Ja, Mück hier. Ich hätte gern die Rufnummer von Herrn Ludwig van Beethoven in Bonn, bitte. Die Rufnummer lautet 7 7 3 0 8 9 7 4 3 8 6 6 7 8 9 3 0 0 2. Aha. Gut, ich wiederhole. 4 7 2 0 8 9 7 7 1 2 5 7 4 3 8 6 6 7 1 1 3 9 3 0 0 2. Nein, dann falsch. Aha. Also nochmal. 8 3 1 6 2 9 6 8 2 7. Einen ganz anderen Zugang zum Ludwig van Beethoven, könnt ihr am kommenden Sonntag bei Live at Mohers hier um 18 Uhr erleben. Conversations with Beethoven spiele ich freie eigene Interpretation zweier seiner berühmtesten Klaviersonaten. Wir sehen uns am Sonntag. Thank you.
Good evening and welcome to tonight's episode of Live at Mohr's. Sit back and relax to Conversations with Beethoven with Ul Möck by the Grand Piano. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Guten Abend, meine Name ist Monika Hoffmann and I'm your virtual host for tonight's episode of Live at Mohers. We hope that you are enjoying everything you hear and see tonight. We put a lot of effort into providing the best quality entertainment that we can for you. But we can't do it alone. To send donations, go to the link below. Thank you so much for your support. And now, back to our show. Hallo, jetzt erstmal einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Nach diesem langen Klavierintermezzo will ich Sie ganz herzlich hier begrüßen bei Live at Mohers. Freue mich wieder hier zu spielen. Diesmal ganz alleine. Das ist natürlich auch ein bisschen was anderes als mit einer Band, aber macht riesen Spaß. Und dank Patricks perfekter Einrichtung hier. Welcome to Live at Mohers here. Conversations with Beethoven, with me on the piano after a long improvisational piece of music with a lots of inspirations of Beethoven's first sonata in F minor. It's based on all four movements, different moods, and ich habe es in verschiedenen Stimmungen gespielt, nur angelehnt an diese einzelnen Sätze oder Movements. Ja, gut. Und jetzt wollte ich auch mal hier auf das Pad schauen, wie immer hier. So, was haben wir denn hier? Da gibt es den Uwe Letens, der schreibt auch immer, hören jeden einzelnen Ton in freudiger Erwartung. Wunderbar. Und ein Riesenfan von mir und ich auch von ihm, Hans-Rainer Sopa, ein ganz neues Möck-Erlebnis, schreibt er. A very new Möck-Experience. Ja, vielen Dank. Und André Witschkowski, Grüße an Schweizer nach Zürich, schreibt aus Zürich, he writes from Zürich, Ulf an Möck, mega cool. Vielen Dank, André. Also herzlichen Dank für eure Kommentare und ich mache jetzt weiter mit, keine Angst, etwas kürzer, mit der Sonate Nummer 8 in C-Moll, alle drei Sätze aber Gemach. Thank you.
Thank you.
Vielen herzlichen Dank von meiner Seite an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine vielleicht etwas eigenen Stimmungsbilder, angeregt durch die zwei Klaviersonaten von Beethoven. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Jetzt schaue ich noch mal kurz auf das Pad. Thank you so much for being here and listening and watching us here at Live at Mohers. It's a great series of concerts here live. Everything live is instead of one point, I tell you now. I have a look at the pad the last time. Schau nochmal auf das Pad. Ja, da sind so viele weitere Kommentare. Nochmal Andrei Witschkowski. Uwe Letens, ich wünsche mir einen langen Winterabend, alles eingeschneit, kein Straßenverkehr, ein Glas Rotwein und diese Musik am liebsten live. Würde ich auch gerne machen. Mal schauen, wie die Zeit das erlaubt, die Zukunft. Also nochmal vielen Dank für alles und auch vor allem vielen Dank an den Herrn Patrick Tompert, ein sehr vielseitiger Mensch. Many thanks to Patrick, the producer, the maker of all here. The sound, the cameras, the pictures, the piano and everything. You see, you hear, geht auf den Patrick Tompert zurück. Vielen Dank. Ich möchte aber nicht vergessen, auf nächste Woche hinzuweisen. Da gibt es natürlich auch wieder ein Konzert. Next week, next Sunday, CET, Central European Time, this point here, live at Mohers. 6 o'clock CET, 18 Uhr, live at Mohers, live von hier. Aber dieses Mal ist es nicht richtig live, es kommt eine Aufzeichnung. It's a pre-recorded concert, very great concert, two great guitarists, David Stelter und Christoph Neuhaus von zwei Gitarristen im Duo. Das ist vor 2 Wochen aufgezeichnet worden, da gab es leider Probleme mit dem YouTube. Also hier hat alles funktioniert, aber auf YouTube war irgendein Fehler und deswegen konnte das nicht live gesendet werden. Deswegen jetzt kommenden Sonntag, 18 Uhr, schalten Sie doch ein. Ein Gitarrenduo, wieder mal was ganz anderes. Zwei hervorragende Gitarristen, David Stelter, Christoph Neuhaus, 2 guitar players on Sunday. And see you next time. I play a short version of maybe one of the most famous tune of Ludwig, from Ludwig van Beethoven.
dear jazz lovers, that was our show for tonight. Thanks for joining us, and we hope to see you again next time. So long, farewell, auf Wiedersehen, and goodbye. Love, Monica.